Ja, willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens. Und ja, wir kommen hier nicht rein. Der Polizist steht da, den müssen wir irgendwie loswerden. Er hat mir überlegt, vielleicht durch die Küche irgendwie. Eine alte, traditionelle Küche. Es werden hier Gerichte zubereitet, die bestimmt besser schmecken als der Schund aus dem Supermarkt. Na, das mag wohl wahr sein. So, ich muss erstmal kurz schauen auf die Uhr. Okay. Wenn Veranda. ich hier entlang rausgehe, komme ich zum Gefängnistrakt. Okay. Gut. Das wollen wir natürlich nicht. So, alles, was ich sehen kann, nehme ich erstmal mit. Wir haben hier Erdbeeren. Haben wir sonst noch was? Honig? Noch was Interessantes hier? Nein, da ist ein Knopf, der wird noch nichts. Ich sehe schon irgendwie, was hier Sinn und Zweck der Sache ist. Ist hier vorne noch was? Halt, hier ist auch noch was. Streichhölzer, jawohl. Aber wir können es ruhig mal schneller laufen. Streichhölzer in den Händen gewisser Personen können schnell zur Mordwaffe werden. Übertreib's mal nicht. Okay, daraus geht sie nicht. Wir haben hier hinten kein nichts zu suchen. Da gibt es nichts mehr. Okay. Geschafft. Geschafft. Ich habe Feuer gemacht, oder was? Das ist keine gute Idee. So. Und wenn ich es noch. Moment. Wo muss ich den jetzt wieder draufstellen? Geschafft! Och, geschafft, ey, Leute. Hättet ihr euch wirklich mal einen anderen Text Gute Idee! einlassen können? Gute Idee, geschafft. Unerwartet gutes Ergebnis. Unerwartet gutes Ergebnis. Nicht schlecht. Oh, bitte. Eine Karte, auf der Weg zu der vergessenen Hauptstadt der Inkas markiert wurde. ja, ist noch was zum Reintun? Ich hätte nie gedacht, dass es Sinn macht. Das macht ja auch keinen Sinn. Jetzt ist alles weg. Gutes Mädchen. Okay, ich drücke den Knopf und gehe mal hier raus. Also doch. Da muss noch was fehlen. Irgendwo die Karte verbrennen, das wäre ja Unsinn. Ich weiß aber ganz genau, dass ich. Lass mich nicht hängen hier, Mann. Spiel, bitte nicht jetzt der Polizist schon wieder. Sie sprechen. Nein, führe mich. Hör auf, du. Verdammt! Was denn noch? Versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn ich hier entlang. Ja, das ist natürlich klar. Der Witz ist sowas von alt. Den hast du schon mal erzählt. Soll ich hier noch Was umrühren? soll ich damit tun? Daraus wird nichts. Ah, du blöde Kuh, ey. Diese Sachen passen. Eigentlich brauche ich nicht zu essen, sondern nur zu trinken. Weil die Teile hier, die sind ja nicht so. Daraus wird. Daraus wird nichts und Daraus. das wird auch nichts. Ich hab doch nichts mehr. Ich hab sonst nichts. Nothing, zero.
Etwas gärt hier. Es heißt wahrscheinlich Chicha. Erzähl mir das doch gleich. Nicht schlecht. Oh, die Sprüche. Nicht schlecht. Na bitte, es funktioniert. Ältere Herren mit Durst. Ja, die Kamera. Ja, hoffentlich liegt die auch noch hier. Jetzt im letzten Mal habe ich sie ja nicht mal hingelegt. Ja, genau. Und damit muss ich ja jetzt den Typ bezahlen. Also, ältere Herren mit Durst. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte hier Texte verfasst, die wären schon um einiges besser. Ich will mich ja nicht beschweren, aber es ist, ja, es ist seltsam. Ich meine, es ist so abgehackt und einsilbig. Ups, das hat man jetzt gehört. Ich musste meine Akten runterschmeißen. Der Geldautomat ist außer Betrieb. Wir würden schon... ich hätte es beinahe... Ich werde es Ihnen nach meinem... Einverstanden. Ich bin gleich zurück. Ja, das habe ich schon gehört, deswegen habe ich es weggedrückt. Hier ist der Fotoapparat. Sie können den Kanister mitnehmen. Wo werden Sie hinfahren? Bis wohin kann ich denn mit dem besten Wagen aus Ihrer Werkstatt fahren? Sie können mit ihm die Anden überqueren. Es ist ein gutes Auto. Das traue ich mir nicht zu. Ich werde eher das Flachland erkunden. Abwärts fährt es sich immer leichter. Wann geben Sie das Auto zurück? In etwa 2 Tagen. Das hoffe ich. In letzter Zeit halten die Kunden immer seltener ihr Wort. Gute Reise. Danke. Diese Sachen passen nicht zueinander. Wieso? Du brauchst Benzin und ich will jetzt weg. Benzintank. Entschuldigung, dass ich das hier nicht so erkenne, wenn es so klein ist. Kruzifix. Gutes Mädchen. Boah. Es ist so schön hier. Ich habe von solch einem Ausflug geträumt. Du hast auch von so einem Unfall geträumt, oder? Oh Mann. Seltsam, oder? Dieser Geländewagen steht hier schon seit 20 Jahren. Ja. Die baut einen Unfall und freut sich über die Aussicht. Dieser Sessel ist nicht sehr bequem. Das ist doch egal. Dieser Sessel ist nicht sehr bequem. Oh Mann, oh Mann. Ja, was haben wir denn hier? Diese Truhe ist verschlossen. Vielleicht kriege ich sie irgendwie auf. Ja, vielleicht endlich mal mit dem Dolch. Nur ohne dumme Ideen. Nein, es geht nur mit dummen Ideen. Nicht ohne. Okay. Ich versuch mal, ich gehe mal. Diese Brücke knarrt gefährlich. Dieser Abgrund kann richtige Kopfschmerzen bereiten. Okay, oh, da ist was Offensichtliches, ein Rohr. Jemand hat hier seine Brechstange vergessen. Brechstange, klingt gut. Könnte dann auch eine Lösung sein, dass ich das Teil aufbekomme, Die Lianen haben alles bedeckt. Es geht nicht auf. Nur ein Spalt weit geöffnet. Ich muss mir etwas ausdenken. Das ist jetzt weg, das Messer. Wieso schmeißt die alles gleich weg? Leider ist die Brechstange zu zerbrechlich, um dieses Tor aufzumachen.
Okay, hier kann ich nirgends lang. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht ist ja wirklich was in der... War hier nicht irgendwo noch? Nein. Der Steg knarrt immer mehr. Ja, du sollst laufen. Dich nicht über den Steg. Aber die Aussicht ist wirklich sehr schön. Also das haben sie schön gemacht mit dem kreisenden Habicht oder was das da oben auch ist. Okay, zurück zur Kiste. Die Brechstange habe ich und ja. Zack. Nur eine dumme Idee. Diesen Block könnte ich gebrauchen. Okay. Sie könnte ja zumindest mal erzählen, dass hier nichts mehr drin ist. Ja. Diese Sachen passen nicht. Passen nicht zusammen, passen noch nicht zusammen. Also, wir müssen den Spalt öffnen, haben hier einen Wagenheber und ja, ist gar nicht so schlimm, wenn ich hier nochmal prügeln muss. Ein Schritt weiter und das wäre das Ende dieser Geschichte. Das ist nur ohne dumme Ideen. So, geh mal zurück. Gibt's hier wirklich nichts zu sehen? Ich muss mal auf die... Was ist das hier? Ein Seil. Okay. Ein Seil? Nicht schlecht. Eine Winde? Also doch. Ein Stuhl? Und ein... noch ein Seil. Und jetzt würde ich sagen, nichts wie rüber. Das war eine Fahrt. Also, ob sie zurückkommt... Die Brücke ist eingestürzt und dieser Sessel ist nicht sehr bequem. Okay. Okay, ich probier's mal mit dem Wagenheber. Moment, was liegt hier? Liegt hier was rum? Nein, ich dachte, hier liegt jetzt was. Es geht immer noch. Ja, das wird sich auch nicht ändern, Mensch. Der Glaube versetzt Berge, aber öffnet keine Steintore. Dafür hat der Wagenheber wunderbare Dienste geleistet. Also los! Ach, du liebe Zeit. Na, schauen uns erstmal um. Die Wächter schlafen tief und fest. Ich bin doch hier angekommen. Es gibt keine Spuren mehr von dem Lager vor 20 Jahren. Wo gehe ich jetzt zuerst hin? Das ist eigentlich egal. Normalerweise gehe ich erstmal nach links, um... Wenn ich mich richtig erinnere, ist dies das Tor zur Schatzkammer. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Hey, autsch. Moment, welche Lösung? Wir haben hier Zeichen, wo wir etwas einsetzen müssen. Wir haben doch auch die ganzen Teile hier. Also doch. Solider Verschluss. Solider Verschluss. Ich habe noch was, was passen könnte. Das ist keine gute Idee. Doch. Au.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist dies das Tor zur Schatzkammer. Ich weiß nicht warum, aber ich bin enttäuscht. Habe ich etwa erwartet, hier einen Schatz zu finden? Nein, nein, nicht wirklich. Oh, Skelette. Kann ich da irgendwas mitnehmen von den Skeletten? Ich habe das Gefühl, dass diese widerliche Spinne mich in ihrem Netz fangen möchte. Spinne und Brot? Nein. Nur ohne... Naja, was heißt denn widerlich? War hier was? Hier war doch gerade was zum Greifen. Ein Schwert? Diese Schwertklinge ist noch nicht durchgerostet. Ja, Schwert ist immer gut. Eine Ansammlung hungriger Amazonasfliegen. Also hier hinten geht's wahrscheinlich auch nicht lang. An den Wänden kann man Freskenspuren entdecken. Der Farbstoff hat trotz der Feuchtigkeit und Hitze überdauert. Wir sollten uns nicht streiten, sondern Bedingungen für wissenschaftliche Arbeit schaffen. Man kann nicht ruhig arbeiten mit den Indios im Nacken. Hört zu! Es wird uns nicht gelingen, diese Schätze außer Landes zu bringen. Das ist nicht nur die Hinterlassenschaft der Kultur dieser Indios, sondern von ganz Peru. Peru? Hier geht es nicht um Peru, sondern um ein paar Beamte, die zu schmieren sind. Willkommen in der Wirklichkeit, Professor. Du willst doch nicht etwa diese Fundstücke ins Land schmuggeln? Ich möchte meinen eigenen Erfolg und ich will nicht um Subventionen betteln. Natürlich bekommen wir Subventionen. Wir haben doch eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Nur Sie, Professor, die Namen dieser Jungs sind bedeutungslos und sie werden ohne Bedeutung bleiben. Bill, das ist Demagogie. Ist dir eigentlich klar, dass eine gute Position in der wissenschaftlichen Welt das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit ist? Vielleicht wollen Sie nicht so lange warten. Fragen wir Sie doch. Hör auf! Die Indios lassen nicht zu, dass wir den Schatz mitnehmen. Seit Generationen sind sie die Beschützer dieser Stadt. Wir wissen doch, dass keiner der Konquistadoren, die diese Stadt erreicht haben, jemals zurückgekehrt ist, nicht wahr? Oh, da halt wohl die Vergangenheit nach. Unglaublich. Wo? Ein Flugzeug mitten im Dschungel. Ein weiterer verlorener Forscher hat hier ein Andenken hinterlassen. Man muss den technischen Zustand dieses Flugzeugs überprüfen. Nein, noch nicht. Also, der Flügel ist ja überhaupt, das ist dann noch, weil ich wollte noch mal links schauen, hinten bei dem anderen, in die andere Richtung. Das Werk eines jungen, dynamischen Künstlers. Hey. Okay, dass ich auch nichts vergesse, hier geht's zu... Pyramide. Wir müssen aber in diese Richtung. Mit jedem Augenblick fällt das Atmen schwerer. Hier riecht es muffig, typisch für Grabmäler. Ich muss prüfen, ob dies das Grab von Rages ist. Solider Verschluss. Aha, na gut, was alles so rumliegt. Was willst du, wie willst du? Ich schaffe es nicht ohne einen Hebel. Ah, wir haben da das Schwert aufgehoben, das müsste aber klappen, genau. Die Knochen des armen Rages. Das Schwert hat seinen Dienst getan. Eine Uhr. Und, was war das? Er hat was. Ja. Oh, ein Kiefer. Oh nein, ey, sag mal. Das ist doch...
Eine Uhr mit Metallarmband aus den 80er Jahren. Die Anzahl der Zahnfüllungen und Fehlstellen weist darauf hin, dass dieser Kiefer keinem jungen Menschen gehört hat. Ja, ich denke mal, das war hier alles und hier gibt's auch nichts mehr. Also schätze ich, ich muss doch noch mal, wenn es hier nicht hintergeht, zu dem Flugzeug, zu dem Fliegzeug. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich sehe meine Zeit nicht. Moment, kann ich nicht die Fliegen irgendwie locken? Ich weiß nicht, ob Don Diego froh wäre, dass Fliegenrundungen annehmen. Wir hatten ja die Spinne. Eine Spinne frisst doch keine Fliegen. Ja, obwohl eine kleine Spinne. Was soll ich damit tun? Okay, dann. Leck mich da, wo die Sonne nicht scheint. Ich gehe jetzt zum Flugzeug. Oh, was haben wir denn hier? Ein Glas, das habe ich gerade entdeckt. Die traditionellen Glasverpackungen sind im Dschungel immer noch populär. Ja, das glaube ich auch. Das passt wie angegossen. Jetzt habe ich Fliegen im Glas. jetzt kann ich doch die Spinne, oder auch nicht. I don't know. Auf jeden Fall will ich hier so schnell wie möglich auch wieder weg. Hier halt mir die Vergangenheit zu sehr nach. Also doch. Den Spruch hab ich doch schon mal gehört. Diese Hülse liegt schon hier seit Jahren. Höchste Zeit nachzuschauen, was drin ist. Unerwartet gutes Ergebnis. Ich habe sie angefleht, eine Rettungsmöglichkeit zu suchen. Ich konnte Alice überzeugen, dass ich hierbleiben muss für den Fall, dass Warren noch zurückkommen würde. Ich hoffe, dass die Indios ihre Wut an mir auslassen werden. Meine Uhr war kaputt und ich habe Noel gebeten, mir seine zu geben. Ich wollte nicht ganz orientierungslos bleiben. Ich lausche den Geräuschen und Schreien der Indios. Sie nähern sich langsam und durchstöbern die Zelte. Plötzlich wird die Stille durch Rock'n'Roll-Musik und Schreie der Indios unterbrochen. Was für ein furchterregender Eindruck. Sie müssen das Radio gefunden haben. Aber es gab auch ein Wunder. Plötzlich ertönt im gesamten Dschungel eine Arie in G-Dur, als ob der Himmel die Erde berühren wollte. Ich bin bereit zu sterben. Ich hoffe, dass sie sich endlich entscheiden, hier reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Kraft haben werde, um hier herauszukriechen und mich zu zeigen. Okay. Wer auch immer sich das geschrieben hat, der hat sich ziemlich irgendwo vor jemand versteckt. Also vor den Indios. Das war ja der richtige Feind, jemand ganz anderes. Boah, wie weit nimmt denn die? Ich muss ihn verjagen. So schnell bekomme ich keine Einfuhrerlaubnis. Da wird mir wohl die Spinne helfen. Eine Spinne mit vollem Bauch kann gefährlich werden. In diesem Klima verdampft das Wasser schnell. Wasser. Glas ohne Deckel. Wasser. In diesem Klima verdampft... Verdampft das Wasser schnell. Ich glaube, das ist ja auch ein leeres Glas. Wo habe ich denn Wasser gesehen? Bin ich dumm? Motorhaube, okay. Den Flügel erkennt man nicht so richtig. Man muss den technischen Zustand dieses Flugzeugs überprüfen.
Das ist ein Luftfilter. Jetzt kann dieser Filter wieder saubere Luft aufsaugen. Okay, Luftfilter hat man schon mal gereinigt, aber was ist mit dem Wasser? Was ist jetzt los? Ich glaube, ich komme. Man muss den technischen Zustand dieses. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts dabei. Okay, ich muss mal aufs drücken. Fliegen. Die fliegen. Hier ist ganz bestimmt kein Wasser. Vielleicht gibt es. Ich kann die wieder mitnehmen. Die Tür bleibt hoffentlich auf. Wasser, höchstens hier vorne, oder? Nein, hier ist noch ein Tunneleingang, oder? Nein. Warum zeigt das hier nach unten? Warum läuft die so komisch? Wieso? Verstehst du jetzt nicht? Es hängt nur am Wasser. Ich kann hier nicht mehr zurück. Das ist gut. Das gefällt mir sehr. Also ist immer ein gutes Zeichen, denn da muss ich auch nicht sonst wo noch rumher suchen. Gibt's denn? Nein, hier gibt's nichts. Ich muss jetzt auf das Ausrufe-Dings drücken. Ja, in dem Sarg ist bestimmt kein Wasser drin. Nein. Trocknet das Wasser schnell. Was habe ich denn? Ein Kiefer? Was will ich denn mit dem? Oh, alter Schwede. Wieso erzählt die mir was vom Wasser? Es muss doch irgendwo eine Pfütze geben, die man hier noch hat. Noch eine Pyramide. Leo. Entschuldigung. Ja, das war jetzt. Ich will nur weg. Ich will nur erstmal. Ich schwitze. Gibt es hier keine Dusche? Moment. Diese Sachen passen nicht zueinander. Oh, du gehst mir so auf den. Das war der Weg nach draußen. Das ist natürlich klar. Hier ist aber was. Hier ist was. Oh, endlich. So, dann lass uns mal starten und. Nichts wie weg hier. Ja, war ja gar nicht so schwer. Das Schwerste am Spiel bis jetzt war ja das mit dem, mit dem Stuhl, wo das so geknarrt hat. Das war unmöglich. Ah, die Tür ist noch auf. Ich habe die Steine mit. Die Tür ist auf und jetzt nur noch das Wasser nachfüllen. Hinten am Abdeckung aus Metall. Das ist doch aber eine Batterie. Was hat das jetzt mit Kühlung zu tun? Den Luftfilter, das habe ich jetzt verstanden. Während des Flugs wird sich die Batterie aufladen. Ach so, das ist ja ein Gemisch. Okay, jetzt muss es losgehen. Jetzt. Ja, zurück in New York.
Ja, in der Bronx, das Büro des FBI ist hier in der Bronx und ja, ich beende den Part, weil es ist, deswegen wollte ich so schnell wie möglich weg. Auch wegen der Zeit. Ich will es ja nicht überstrapazieren, dass es so lang dauert. Und okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Geheimakte FBI, die Kunst des Mordens. Ciao!